Hallo Leute, mein Name ist Ferry und danke schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. In dem heutigen Video geht es um diese sogenannte Blue Whale Challenge. Ich habe mir die letzten Tage einige Videos und Reportagen über diese Challenge angeguckt. Leute, ich dachte am Anfang, dass das eine ganz normale Challenge ist und habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Aber dann, als ich gehört habe, was das eigentlich für eine Challenge ist, war ich einfach richtig todesgeschockt, Leute. Leute, ich drehe dieses Video eigentlich darum, um manche Menschen aufzuklären und auf jeden Fall für jüngere Zuschauer von mir, weil ich habe bei meinen Analytics geguckt und ich habe auch auf jeden Fall sehr viele junge Zuschauer. Und deswegen dachte ich mir, dass ich einfach euch halt ein bisschen darüber aufklären kann, worum es eigentlich in dieser Challenge geht. Die sogenannte Blue Whale Challenge. Du bekommst halt 50 Tage lang Aufgaben, die du machen musst. Aber Leute, ich sag euch mal die allererste Aufgabe. Die allererste Aufgabe bei dieser Blue Whale Challenge ist, dass du dir mit einem Messer oder irgendwas anderem scharfen ein Wal in deinen Arm ritt. Und es geht auch auf jeden Fall immer so weiter, dass du halt die nächsten Tage dann immer weitere Aufgaben machst. Jetzt mal ohne Spaß, Leute. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man überhaupt so eine Challenge anfangen kann, ja? Es kostet mich gerade irgendwie voll heftig, so eine Überwindung, dieses Video überhaupt zu drehen. Weil Leute, ganz ehrlich, ihr wisst, diejenigen, die mich bei YouNow schon mittlerweile live kennengelernt haben, wissen einfach, dass ich auf solche krassen Dinge eigentlich gar nicht klarkomme und mir einfach nur denke, Leute, wer hat euch eigentlich ins Hirn geschissen? Dass man heutzutage solche Challenges erfindet. Leute, ohne Mist jetzt mal, jetzt ganz ehrlich jetzt, ja? Als ich diese Blue Whale Challenge gehört habe, ich dachte etwas so richtig harmloses. Aber dann, als ich mir dann das erste Video angeguckt habe und der eine YouTuber da erklärt hat, was da eigentlich Sache ist, einige Menschen haben sich einfach wegen dieser Challenge das Leben genommen. Und wenn ich mir jetzt denke, Leute, es gibt auf dieser Welt sehr viele Menschen, die leider sehr naiv sind und ein sehr geringes Selbstbewusstsein haben, die sicherlich denken, dass wenn sie solch eine Challenge machen, auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit von irgendwelchen Leuten bekommen werden. Leute, dieses Thema geht mir gerade irgendwie richtig nah, weil ich will jetzt hier nicht irgendwie einen auf geschauspielert oder sonst irgendwas tun oder keine Ahnung. Leute, es ist völlig normal, dass wenn man noch sehr, sehr jung ist, dass man halt noch auf jeden Fall naiv ist. Als ich damals jung gewesen bin, bin ich auch sehr naiv gewesen und gutgläubig und einfach boom, richtig dumm im Kopf. Man hätte mir sonst irgendwas erzählt und ich hätte das auf jeden Fall geglaubt. Und es kann ja sein, dass vielleicht manche Menschen so sind wie ich. Und das Krasseste kommt jetzt, Leute. Wenn man diese Challenge nicht beendet, wird jemandem gedroht, dass die Eltern umgebracht werden oder dass dir sonst irgendwas angetan wird. Leute, jetzt mal ganz ehrlich jetzt, ja? Hört mir mal bitte richtig gut zu. Das ist der größte Bullshit, den es auf der ganzen Welt gibt, ja? Keiner kann euch irgendwas antun. Niemand. Falls es irgendwelche Leute gibt, die diese beschissene Challenge angefangen haben. Leute, hört damit auf. Wenn ihr das macht, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, Leute, sucht euch irgendwie anders Aufmerksamkeit. Wenn ihr keine Freunde habt oder wenn eure Familie für euch nicht da ist. Zu meinen schwierigen Zeiten damals hatte ich einfach gar keine Freunde. Mein Tipp einfach an meine Zuschauer ist, oder für diejenigen, die dieses Video gerade das allererste Mal auf meinem Kanal sehen, wenn ihr Probleme habt, lasst euch bitte helfen. Auf jeden Fall, Leute, selbst wenn ihr große Probleme habt, mit der Zeit, Leute, ich kann wirklich von mir aus sagen, die Zeit heilt wirklich alle Wunden. Und Leute, wenn ihr äußerliche Probleme habt, während ihr noch gerade sehr jung seid, euer Körper wird sich verändern. Ihr wollt nicht wissen, wie ich mit 13, 14 aussah. Ich fand mich übertrieben hässlich. Ganz ehrlich, Leute, es kann jetzt aber auch sein, dass einige Leute mich jetzt immer noch hässlich finden. Oder dass manche Menschen mich hübsch finden. Oder dass manche Menschen mich normal finden. Das ist völlig okay. Jeder hat seine eigene Meinung. Wenn jemand zu euch sagt, dass ihr hässlich oder so seid, juckt. Juckt. Was interessiert dich diese Meinung von irgendwelchen anderen Leuten? Warum nehmen wir Menschen das uns immer überhaupt zu Herzen? Leute, ich habe einfach mit der Zeit gelernt, darauf zu scheißen. Und glaubt mir, Leute, ihr werdet auch irgendwann lernen, darauf zu scheißen. Und wie gesagt, euer Körper wird sich verändern. Ihr wisst nicht, wie ihr in den nächsten 3-4 Jahren aussehen werdet. Und selbst wenn, solange ihr euch lernt, selbst zu schätzen, ist es völlig egal, was andere Menschen über euch sagen, was sie über euch denken. Es kann einfach Ohr rein, Ohr raus, fertig aus, finito, boop, boop. Und so oder so allgemein, man kann es nie jemandem zurecht machen. Leute, ich sag auch zu mir persönlich, ja Ferry, du hast ein... Viele sagen auch zu mir, ja Ferry, du hast eine viel zu große Nase, ja und jetzt? Soll ich meine Nase brechen, damit ich sie operiert bekomme oder was? Und noch ein Tipp.
desto mehr ihr euch selber schätzt, desto mehr lernen andere Leute euch auch zu schätzen. Und falls ihr diese Challenge angefangen habt, Leute, wisst ihr, was ich mir persönlich denke, dass wenn man die Challenge angefangen hat? Ich habe mir einige Aufgaben angeschaut, was man machen sollte bei dieser Challenge, was so, dass es schon völlig krank ist einfach. Allein die erste Aufgabe ist schon richtig krank. Ich denke, dass wir Menschen irgendwie dazu veranlagt sind, einfach mit der Zeit uns an Sachen zu gewöhnen. Und wenn ich mir überlege, dass ein Mensch 50 Tage lang immer solche kranken Aufgaben macht, gewöhnt man sich daran, diese scheiß Aufgaben zu machen. Und es kommt jemandem auf jeden Fall normal vor. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, Leute, bitte gebt dieser Challenge einfach keine Chance. Mein großer Bruder hat mir sogar von einer Challenge erzählt, die nennt sich die Ofen-Anlassen-Challenge. Du musst deinen Ofen nachts anlassen und einschlafen. Wer weiß, was für kranke Challenges es noch auf jeden Fall irgendwann noch geben wird. Leute, benutzt einfach euren Verstand. Und wenn irgendwelche Menschen einfach ohne Herz, dass euer Leben nichts wert ist, kann ich euch einfach nur sagen, Leute, euer Leben ist definitiv was wert. Und ihr wisst nicht, was in den nächsten Jahren passieren wird. Deswegen, Leute, seid geduldig. Leute, ich liebe diesen Spruch. Der Weg, der zum Paradies führt, geht durch die Hölle. Und Leute, hört nicht auf diejenigen, die zu euch sagen, heult nicht oder sonst irgendwas. Wenn ihr einfach Schmerzen empfindet, dann lebt sie aus, aber nicht, indem ihr euch einfach schadet. Alles braucht seine Zeit und lasst euch die Zeit, aber schadet euch einfach bitte nicht, okay? Ich hoffe, dass in diesem Video, dass meine Botschaft an dich jetzt auf jeden Fall angekommen ist und ich dir mit diesem Video auf jeden Fall ein bisschen helfen konnte. Leute, ich weiß, dass ich nicht sehr viele Abonnenten habe und dass ich nicht eine sehr große Reichweite habe. Wenn ich mit diesem Video auf jeden Fall sogar einer Person helfen konnte, dann hat sich dieses Video auf jeden Fall für mich gelohnt. Ich habe einfach im Inneren ein gutes Gefühl und das reicht mir auf jeden Fall aus. Da werden keine Dislikes oder keine Hater-Kommentare irgendwas jemals daran ändern können. Und Leute, wenn ihr wollt, ihr könnt mir auch sehr gerne bei Instagram schreiben oder ihr könnt mir auch sehr gerne unten in den Kommentaren reinschreiben. Viele meiner Zuschauer wissen auf jeden Fall, dass ich fast auf jedes Kommentar einfach eine Antwort gebe. Und Leute, wenn euch dieses Video geholfen hat oder eure Denkweise einfach ein bisschen geändert hat, dass ihr auf manche Sachen einfach scheißen solltet, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss!